Mein Name ist Seyit Uzun. Ich komme aus Stuttgart. Ich bin herkömmlich ein Türke. Bin in Deutschland geboren. Und ich boxe. Später kam es immer dazu, dass ich jeden Tag ins Training nur noch gehen wollte. Schule aus, Tasche packen, ab ins Training. Mehr was anderes gab es für mich nicht. Diese Sportart hat mich gemacht. Das Boxen hat mich charakterlich gestärkt, verändert und mich geprägt, so wie ich heute bin. Später kam es dazu, dass mein Trainer gesagt hat, okay, jetzt wird's ernst. Jetzt ist nicht nur Training, sondern jetzt kommen auch Wettkämpfe dazu. Und es war erstmal eine Stufe für mich, eine Barriere, die ich überwinden musste. Dann ging halt die Vorbereitung los und es war auch eine Stufe härter. Jeden Tag ins Training. Jeden Tag hartes Training. Duschen, nach Hause, Hausaufgaben machen, Schule und danach wieder ab ins Training. Das war mein Tagesablauf. Die Leute gehen feiern, ich gehe ins Training. Die Leute sitzen zu Hause, spielen PlayStation und ich gehe ins Training. Für mich gab es nichts anderes. Ich habe jetzt nicht nur ein Vorbild, sondern es gibt mehrere Personen, die mich sehr inspiriert haben. Eine davon war zum Beispiel Muhammad Ali und sein Boxstil, sondern was er mit dem Sport alles erreicht hat. Also nicht, dass er nur boxerlich erfolgreich war, sondern auch damit politisch mitgewirkt hat. Und auch Mike Tyson, er kam aus dem Nichts und wurde so erfolgreich, einer der, wenn nicht sogar der beste Knockout-Boxer, den ich je kenne. Die Leute haben mich sehr inspiriert und auch im UFC gibt es halt auch viele Personen, die mich sehr inspirieren, wie zum Beispiel Emelianenko. Wenn man weiß, was man macht, dann ist es nie schlimm. Also im Kampf spüre ich relativ wenig Schmerzen. Es ist halt so, dass ich sehr aufgeregt bin und wenn man da auch einen Schlag bekommt oder wenn man blutet, das sieht man nur, das spürt man aber überhaupt nicht. Der größte Kampf ist der Kampf mit sich selber. Also wenn er gleich groß ist? Ja. Wenn er gleich groß ist, dann kann ich zum Beispiel unten täuschen, hochgehen und dann nochmal rein und dann wieder schnell in die Distanz zurückgehen. Wie war nochmal? Zack, noch eins und dann wieder in die Distanz zurückgehen. Also unten täuschen und dann direkt hoch. Also wenn ich unten täusche, nimmt er die Deckung runter. Er nimmt die Deckung runter. Mein Name ist Seyit Uzun und ich boxe.